Moin Moin YouTube, was haben wir dieses Mal? Dieses Mal haben wir eine neue Kategorie. Und zwar Leserfragen der CB älteren Ausgaben. In diesem Video zeige ich euch, wie ihr die Akkuwarnung verschieben könnt von eurem Net bzw. Notebook. Dazu klickt ihr auf Start, Systemsteuerung, Hardware und Sound, auf Energieoption und ich habe jetzt hier meine HP-Empfehlungen. Das ist auch empfohlen. Und Energiesparmodus, das, was ihr hauptsächlich benutzt, also welche Empfehlungen oder welche Einstellungen ihr benutzt, geht ihr dann auf Energieplaneinstellung ändern und erweiterte Energieeinstellungen ändern. So, jetzt haben wir hier ein neues Fenster und hier gehen wir dann runter auf Akku. Auf niedrige Akkukapazität und ja, im Netzbetrieb kommt unser Akku ja kaum an die 40% ran. Deswegen müssen wir auf Akkubetrieb gehen und können so unseren Wert ändern auf zum Beispiel 10%. Na, so. Das war jetzt, glaube ich, nicht korrekt. Akkukapazität. So, einmal auf Übernehmen und okay. Und jetzt bekomme ich meine Akkuwarnung nicht mehr bei 14% Restzeit, sondern bekomme das dann bei, sofern er das übernommen hat, bei 10%. Ja, das war auch schon alles. Ich sage Tschüss und bis zum nächsten Video.